herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Anno 1404, dem wahrscheinlich besten Soundtrack dieser ganzen Welt. Der kann ein bisschen eingestellt, ich fix das gleich! Fantastisch. Es gibt keinen besseren Soundtrack und es gibt kaum ein besseres Game. Ich bin totally in love aktuell. Ich zocke Anno 1404 jetzt so viel, dass ich sogar zocke, wenn ich gerade keine Lust habe zu streamen. Und dadurch kriegt ihr manchmal sogar manche Sachen nicht mit, die ich mache. Aber es ist fantastisch. Blablabla, neue Welt. Aber wir stürzen es in YouTube. Anno. Vielen Dank für alles positive Feedback, was ich bis jetzt bekommen habe. Ich will das Ganze hier so durchziehen, bis eben mein Kanalkonzept sich etabliert. Das wird wahrscheinlich allerdings erst Oktober sein. Ich klicke für euch so weit weg, aber August ist Gamescom. Das ist halt insane viel aktuell. Tut mir da auch ein bisschen leid. Ich würde da gerne mehr leisten können, aber bin einfach an einem Punkt, wo ich einfach nicht mehr Zeit habe. Also ist schon nicht mehr viel mit Schlafen. Anno ist aber für mich halt eben so ein wunderbares Game, dass ich das kaum als Belastung finde, das aufzunehmen. Sondern tatsächlich einfach als Spaßfaktor. Es dauert immer ein bisschen, bis es lädt. Ich hätte auch warten können, bis ich im Game bin, aber ich habe die Musik gehört und dachte, Alter, ich will euch teilhaben lassen. Es ist halt damn it awesome. Hexe schminken. Da hat man früher ziemlich viele Jokes gemacht, aber Holiday Island, was in 10. Ich frage mich, warum Anno 1404 immer noch so einen langen Loading-Screen hat, wo ich das mittlerweile auf den Rechner spiele, auf den das Spiel wahrscheinlich niemals ausgelegt war. Aber vielleicht liegt das genau daran. Wettervorhersagen. Und jetzt gehen wir rein. Siege setzen. Da sind wir. Ah, ich muss diesen. Muss mich kurz orientieren? Ja. Hier sind wir. Was ist der Plan aktuell? Wir haben zwei Schiffchen. Ein Kriegsschiff und ein normales Schiff, die uns hier wahrscheinlich auf Dauer sehr behilflich sein werden. Der Plan ist, dass wir hier Gewürze anbauen, damit unsere Patrizier zu Adligen werden können. Und wir müssen auch Leinen anbauen. Aber das haben wir hier gerade getan. Haben wir allerdings schon noch Route dafür? Ihre Wasservorräte werden knapp. Most und Leinen? Hä? Ich mach doch hier Leinen. Oder was ist das? Leder. Okay, dann wird das so unser Kriegsschiff machen. Narvik ist dafür natürlich jetzt nicht geboren worden. Aber wir können es mal kurzfristig so lösen. Leder. So, die Lederklamotten, die werden transportiert von hier nach Goldfurt. Leder müssten wir hier finden. Ist da noch nichts drin? Das wundert mich ein bisschen. Aber das kommt garantiert noch. Hoffentlich reicht das. Ja, mein Flaggschiff würde ich halt aktuell ganz gerne freibehalten. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Oh, währenddessen wurde die Seide verkauft. Ich würde auch noch ein kleines Handelsschiff bauen, aber das ist eher was für die Zukunft. Aktuell die Leute zu upgraden ist nicht unbedingt der Plan. Ich muss euch gratulieren. In dieser Stadt lebt es sich prächtig. Es lebt sich prächtig, das hört man auch gerne. Ja, alles sehr gut gemaxt aktuell. Ich kann mich wirklich nicht beklagen. Wir werden jetzt hier ein bisschen die Werkzeuge einladen. Meine Werkzeugproduktion eigentlich legit hier? Ah, die arbeiten durch. Vielleicht habe ich hier noch ein zweites Vorkommen? Nee. Schade. Das hätten wir nämlich, glaube ich, ganz gut nutzen können. Wir machen uns jetzt hier unten auf den Weg. Die Gewürze. Ah, da war was. Ich hatte ja gar keine Gewürze. Aber ich habe hier noch das. Wo habe ich das? Ich hatte das. Ah, nicht Gewürze. Ich meine. Was meine ich denn nochmal? Indigo für Bücher. Habe ich hier das drin? Hatte ich nicht mal das Ding für Indigo? Habe ich. Nice. Das heißt, hier kann man aktuell Indigo anbauen. Die Saat ist ausgebracht. Okay, nice. It worked, I guess. Da haben wir das nämlich und ja, dann werden wir hier im Indigo anbauen. Ich kenne leider die Bedingungen nicht. Nutzt diese Baupläne, um in südlichen Gefilden sesshaft zu werden.
Ah, ich muss dann erstmal das ganze upgraden. Ich brauche 295. Was habe ich hier aktuell? 15 mal 10 sind 150. Mal 12, interessanterweise. 12, wie viel? Nicht ein paar armen Seelen. Achso. Ja, die Kumpanen nehmen wir wieder auf. Auch wenn die Patrizia das nervt. Aber die 23.000 sind aktuell noch nicht so relevant. Auch wenn ich hier unten natürlich nochmal den Ratssitz kaufen muss. Ihr denn nicht, wie unzufrieden die Leute sind? Aber das kann ich auch aktuell machen. Ich grüße dich. Wie kannst du mir so etwas antun? Grüße dich. Wie kannst du mir so etwas antun? Ich glaube, ich könnte das noch einen Ticken lauter machen. Ich glaube, ihr hört davon gerade aktuell gar nichts. Zack. Weil ich höre es kaum. Aber nachdem mir das in dem Loading Screen so die Grüne weggebolzt hat, war ich echt schon überrascht. Ich weiß sehr wohl, dass du meine Ansichten im Grunde deines Herzens. Oh, mein Schmeicheln hatte keinen Erfolg. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich hatte tatsächlich mal so einen Krieg begonnen. Herzens für töricht hältst. Ja, ich denke, das geht so. So sollte es klar gehen. Schiffchen ist angekommen. Aber wir werden halt jetzt erstmal. Was hatte ich gesagt? Wie viel brauchen wir? Das heißt, wir brauchen 20 Häuser. Genau dafür sollte meine. Sollte das ja auch ausgelegt sein, wie ich mich kenne. Ah, dass sie das wollen, ist mir relativ schnuppe, ehrlich gesagt. Sollte kein Problem darstellen. Das heißt, die Plantage kann dann auch mitproduzieren, dadurch sollten wir die eigentlich raus haben. Das würde halt jetzt ein bisschen dauern. Ich kann in der Zeit eigentlich noch mehr Materialien suchen. Oder besorgen. Was ist das Problem von dem Ding? Ich denke, ich werde hier mal ein paar Steine rüberschiffen. Der Zeit. Das ist ganz gut, wenn man sein Hauptschiff wieder frei hat. Man hat halt wieder ein bisschen Möglichkeiten, was zu machen. Was haben wir hier? Dieses Schiff. Orientalisches Kriegsschiff. Das wäre natürlich ganz nett, aber gerade die Hauptinvestition ist in nächster Zeit erstmal das. 98.000 wird das kosten, das Zeit. Das ist halt eine Summe, die ist für uns kommt zum aktuell noch nicht so wirklich greifbar. Salz fehlt hier. Aber Salz müsste doch produziert werden. Ah, ich erinnere mich. Die Leute im Stream erinnern sich ja auch. I fucked up. Ich habe das hier leider so gebaut, dass es nicht in Range ist. So, jetzt sollte es in Range sein. Und deswegen hat er die nicht bekommen. Weil er muss quasi in Range von diesem Markthaus sein, damit er sich da das Zeug holen kann. Dass mir das wieder entgangen war. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Wir wollen natürlich hier das hier mal rausholen. Und hier rüberschiffern. Auch wir können hier. Das ist so cool, dass ich mehrere Hafen habe. Ne? Ich bin ein Riesenfan davon. Wir haben unendlich Holz. Und gefühlt haben wir auch endlich Ressourcen. Das heißt, eigentlich könnten wir noch mal ein bisschen drüber gehen. Hier würde es noch gehen. Also hier wären sie auch noch im Range einer Kapelle. Kann nicht. Das ist ja an. Okay. Ich orientiere mich ja immer noch relativ gerne an den Kapellen einfach. So. Ich könnte ja auch upgraden lassen eigentlich, aber das muss aktuell eigentlich nicht unbedingt sein. Andererseits, mehr Patrizier wären halt auch cool. Das sind wahrlich. Ich helfe euch gerne aus. Helfe euch gerne aus. Komm, machen wir noch ein paar Patrizier machen wir noch. Oh, die macht man. Da hätte ich mal wieder aufpassen sollen, wenn ich ein ganzes Haus, ein ganzen kompaktes hier, ne? Upgraden kann. Ich helfe euch gerne aus. Okay, der kauft da unten fleißig, das ist fein. Was ist hier los? Achso, der verkauft mir gerade was. Ja, die ziehen jetzt ein. Das wird ein bisschen dauern, weil die halt eben nicht so super happy sind. Bedürfnis nach Glauben ist halt aktuell noch nicht da. Bedürfnis nach Getränken ist da. Fehlen die Waren. Für eine Handelsroute. Auf der hier, weil die keinen Setz haben, ne? Aber jetzt muss es doch passen. Und ich meine, der kann ja auch hier hinlaufen. Oder geht das nicht, weil er die Straße nicht hat? God I'm kidding me. Mich nicht schwach. Gewährt mir die Ehre eurer Unterstützung. Holen Sie die Lieferung vom Konto ab und bringen Sie als erstes zum markierten Hafen. Ja, können wir machen. Ich meine, wir haben gerade mit unserem Flaggschiff eh nicht viel zu tun.
Das heißt, das ist nicht so schlimm. Wir warten ja eh hauptsächlich darauf, dass hier die Leute einziehen. Ich meine, ich könnte noch ein paar mehr bauen, damit das schneller geht. Ich werde das auch gerade mal auffüllen, nicht, dass sich da mir da Missgeschick passiert. Aber mein Goldzuwachs ist halt lädt ordentlich, ja. Holy shit. Das ist halt echt nice. Ich habe auch wenig Schiffe generell sehr kostengünstig unterwegs. Ich bin überzeugt, dass ihr in dieser Sache... Ich bin doch da. Ah, ihr kommt zum Handeln. Hä? Was? Seid ihr an den Kosten? Sind die Waren? Was verschafft mir die Ehre eures erneuten Besuchs? Was soll ich denn? Hä? Die Bauern verlassen die Stadt? Ihr solltet dringend nachsehen. Möge der... Welch an... Habe ich die jetzt abgeholt oder nicht? Gut, handeln wir. Ich will... Hä? Egal, gucken wir mal, ob ich das jetzt da hochbringen kann. Okay, irgendwie klappt das hier nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich muss gerade mal... Ist was mit den verlassenen Dörfern gemeint war. Ich sehe doch alle euphorisch. Euphorisch. Ah, hier wahrscheinlich, ne? Dass eine Straße zu wenig anrichten kann. Lassen wir schnell ab und bauen neu. So ist es ärgerlich, das soll eigentlich nicht passieren. Salam aleikum. Willkommen. Welch angenehm. I don't get it. Willkommen zurück. Was verschafft mir die Ehre eures erneuten Salam aleikum? Muss ich den irgendwie anklicken? Möge der Handel beginnen. Vielleicht. Lord Dobrok hat als Hedder um Gebet einige orientalische Krieger für Schaukämpfe zu ihm zu schicken. Ja, das Spekar schon beginnt. Das Wachstum ihrer Ansiedlung ist nicht aufzuhalten. Im Dorf. Willkommen zurück. I don't get it. Jetzt würde ich mir wünschen, dass ich streame, damit mir wer das erklären kann. Ich gratuliere euch zu dieser prächtigen Stadt. Hey. I legit don't know. Bisschen ärgerlich, aber. Damit bin ich einfach. Steckst du nicht drin. Ihr werdet wieder von mir hören. Wir werden hier mal aktuell mit den Schiffen arbeiten. Der hat mir Seide verkauft, Leinkutten geholt, genau und Geschmack. Ich habe trotzdem Minus gemacht, ne? Naja, die Seide selber herzustellen ist eigentlich auch kein großes Problem, aber ich habe da aktuell noch nicht so Interesse. Bau eine kleine Werft, einfach um noch ein kleines Handelsschiff bauen zu können. Kleines Handelsschiff, das sollte relativ viel fertig sein. Damit sollten wir ganz cool sein. Oh, Buchabpreise, okay. Okay, ja, das hat sich hier jetzt wieder reguliert. Die sind da wieder happy. Ich kann nicht nur die Hälfte upgraden, hier allerdings leider auch. Hier könnte ich alle upgraden. Ja, komm, dann hauen wir doch hier nochmal alle durch. Patricia sieht halt schon cool, ja. Meine Schiffe sind überall in der bekannten Welt. Bauen Sie venezianische Schiffe. Mit der Errungenschaft venezianische Schiffbrücken stehen Ihnen zwei neue Schiffe zur Verfügung. Die kleine Kaufschule und die große Kaufmannsloge. Es hat sie bewaffnet. Ob diese Kaufmannsloge wirklich so worth sind? Ja, wahrscheinlich. Aber das ist halt, das habe ich ja schon. Den Cooldown zu verringern ist nicht so worth. Wenn es billig werden würde, wäre es deutlich attraktiver. Aber seit sind wir hier so weit? Hat das Wort Heimat ja, eine sind wir. Neue Bedeutung für mich. Haben wir nicht. Gast der Beduinen. Ich brauche einen diplomatischen Rang. In Anbetracht der Lage ist der Auftrag hinfällig. Ja, irgendwie habe ich den Auftrag gar nicht ganz verstanden. Kann ich das einfach so machen? I don't know. Vielleicht geht es so. Reicht das jetzt? Dies sind die ersten Baupläne, die ich euch. Nee, scheinbar muss ich denen jetzt hier Geschenke darbringen. Und da ist es ein bisschen schade, dass ich das dafür gewastet habe. Ich kenne mich mit diesen ganzen Orient-Dingen echt nicht so aus. Das ist irgendwie nicht so mein Metier. Aber wir müssen da natürlich trotzdem weiter dranbleiben.
kann ich denn mal einen kompletten. Nochmal einen Block upgraden. Hier ebenfalls. Dafür ist ja gerade das zusätzliche Ding, weil ich da eben. Die zusätzlichen Steine, die ich da eben rübergeholt hatte, echt angenehm. Aber Werkzeuge sind auf Dauer echt ein bisschen knapp. Vielleicht kaufe ich auch unterwegs auch nochmal welche. Du wirst es verschmerzen. Ah, Datteln sind aber okay. Leder werde ich jetzt das Schiff abziehen und stattdessen das Schiff dazu machen. Das ist, glaube ich, meine 5 mittlerweile und das hier müsste meine 4 sein. Ein kleines Schiff einfach so. Guck mal, sieht mal an. Hier immer gern gesehen. Der Rat der 10 dankt. Ansehen steigt um 100, Ansehen steigt um 50. Ja. Ich bin gern bereit mit nehmen wir das mit. Gegen ein gutes Geschäft habe und dann ich nehmen wir noch das mit. Aus. Großzügige Schenkungsurkunde. Ja, da müssen wir halt runter, ne? Also das werden wir noch machen. Ärgerlich, dass das hier mit dem Gewürz, mit dem Indigo so lange dauert. Du mir ein wenig unter die Arme greifen? Das Problem ist quasi, dass du mich ja eh schon hast, dass ich die Vermutung habe, dass wenn ich das nicht mache, das RIP ist. Ah, mein Gott, wird schon passen. Ich meine, ich werde dir eine Bude abkaufen, da kann ich auch einen kleinen Vorschuss geben. Ich werde ihre komplette Siedlung übernehmen. Das ist aktuell die kriegerischste Sache, die wir vorhaben. Weil kriegerisch da auch eigentlich viel am Platz ist. Wie sieht das denn hier eigentlich aus? Habe ich genug Leinen? Also halb, ne? Es kommen halt 17 rein. Können wir mal gucken. Also, jetzt kommen 17 rein. Irgendwann. 16, 15, 14. Ihr kommt, um hier eure Verbundenheit ja, ich komme so weit von. Guck mal hier. Ein Handelsvertrag mit mir kann niemand widerstehen. Dein Handelsvertrag ist mir scheißegal. So, wir haben noch 10, 8. Es reicht nicht, ne? Ich meine, es würde wahrscheinlich knapp reichen, wenn der schneller ausladen würde. Und es sind halt immer genau 17. So. Puh, produziert Indigo. Indigo ist nice. Was wir auch brauchen ist... Die Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Ja, das ist mir egal. Das kann ich da oben machen. Papier. We need paper. Muss auf einen Flussbauplatz errichtet und benötigt Holz, produziert Papier. Das könnten wir hier machen. Benötigt Papier und Indigo, produziert Bücher. Ja, jetzt werden die Handelsrouten ein bisschen komplizierter, ne? Das ist durchaus wahr. Da müssen wir mal gucken, ob wir das auf Dauer gemanagt kriegen. Aber ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich. Ich glaube, ich kaufe dir gerade mal ein paar Werkzeuge ab. Erstens, weil die eh nicht so teuer sind. Ziegenfarm. Oh. Ah, das ist nicht so umwerfend. Dann fahren wir hier rüber und dann machen wir die Indigo-Farm zumindest schon mal. Den Rest müssen wir dann gucken. Ich kenne da leider auch die Verhältnisse gar nicht. Also was man... wie viel machen muss, aber das finden wir dann langsam aber sicher raus, würde ich sagen. Wir setzen das Ding einfach mal hier hin. Und die Indigo-Farm hier daneben. So groß sind die, okay. 4, 5. Ich weiß nicht, ob ich davon 2 nebeneinander hinkriege. Also vom Management her. Platzmanagement her, um genau zu sein. Was? Ist das nicht im Baubereich? Das ist ja eine Frechheit. So, das haben wir schnell wieder abgerissen. Dann machen wir das so und dann sollte das hier passen. Ne? Zack, 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 plus, zack. Ah, das sieht doch ganz gut aus.
Ich kann mir gut vorstellen, dass zwei nicht reichen werden. Meine Ernennung zum Großvezier ist eine besondere Ehre für mich. Der Sultan ist jung und voller Tatendrang. Doch weiß er auch den Rat eines alten Mannes zu schätzen. Krieg ich hier die auch hin? Zack. 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 Dann wäre das zack. Zack. Dann könnte ich noch eine hier hinsetzen. Dann wären das zack. 3, 4, 5. Ja, das sieht auch gut aus. Haben wir schon mal 4 Indigo-Dinger. Ich denke, langfristig müssen wir da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rausholen. Ich denke, die Werkzeuge fahren wir sofort hier rüber. Oh, hier könnten wir das Papier natürlich auch anbauen. Ah, das ist eigentlich ein bisschen viel auf einer Insel dann. Ich glaube, die Insel ist zu klein dafür. Aber wir haben noch 1, 2. Ich kann mir vorstellen, dass wir die auf Dauer noch mit den Lederwämsen voll machen müssen. Hat ein großes Kriegsschiff gebaut, der Junge. Da gönnt sich jemand. Vielleicht sollte ich das auf Dauer auch mal machen. Wie ist das denn für euch, Patrizia, eigentlich jetzt? Also das Schild ist schon fast komplett. Halt fast, ne? Bisschen tricky. Fährt mal eins jetzt eigentlich hier mal rüber? Ja. Gönnt sich, fährt da hin. Großes Kriegsschiff. Ein Gloria fördert kein Wasser mehr. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Uff. Das bauen wir auch mal wieder auf. Die Holzverleute macht natürlich aktuell nichts. Manchmal ist es auch noch 15, ne? Eine mehr würde halt das Problem nicht lösen. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme. Kauft die ganze Zeit Datteln, aber Datteln geben halt gar nichts mehr. Schauen wir mal. Wir nehmen hier rein. Zack, zack, zack. Ist die Frage, ob ich hier oben dann auch wirklich Holz anbaue. Es scheint mir ein bisschen wasted, aber andererseits habe ich die Produktion dann hier halt auch zusammen. Ist ja auch wieder ein Vorteil ist. Trennlinie ist da. Tja. Ah, klar, ich meine, ich kann das machen. Ja, komm, machen wir. Hau ich hier ein Markthaus hin. Reißen hier den Wald ab. Boah, ich weiß noch, als ich einmal die aus Versehen mit dem alles abgerissen habe, was da war. Das war ein ziemlicher Schockmoment. Und hier zwei Holzfäller. Kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie viele wir davon brauchen. Aber wir können hier vorsichtshalber mal mehr vom Bauen. Muss ja alles schön sein, ne? Dann regeln die das nämlich unter sich. Und dann mache ich hier oben noch Papier hin. Schickt uns nicht weg. Ich noch mehr? Ich habe aktuell nicht das Gefühl, dass dass mein Ding noch reicht, ne? Wo hatte ich das nochmal? Hier oben irgendwo. Tricky. Schickt uns nicht weg. Wir machen euch bestimmt. Oder war das hier unten? Ich schwöre. Scheiße, ich finde das nicht mehr. Schickt uns nicht weg. Wir machen euch bestimmt kein Ärger. Ärger macht ihr mir nicht, aber ihr könntet mir halt echt viel Geld geben. Komm, wir schicken die Ausnahmsweise mal nicht weg. Wir nehmen die Ausnahmsweise mal nicht auf. Da war doch mal Nächstenliebe hin oder her. Aber ich will da unten eine Stadt kaufen und ich weiß aktuell gerade nicht, wie viele von denen schon bei mir leben. Ich finde das Ding auch einfach nicht. Ich hatte das Ding doch mal. Naja, wir suchen das ein andermal zu Ende, würde ich sagen. Hier oben das Markthaus steht. Da wird natürlich sofort wieder die Wälder gerodet.
gar keine Erfahrung mit der Produktion von Indigo-Papier und dem ganzen Kram. Weiß nicht, ob ich wahrscheinlich ein Handelsschiff mehr brauche. Das heißt, wir geben das schon mal in Auftrag. Ich könnte auch ein großes bauen, ne? Komplexe, sichere Handelsrouten. Ja, ist halt ein bisschen komplexer, ne? Ich meine, der muss von da unten das Indigo holen, hier hochfahren, da das abholen und darüber. Andererseits... Ich weiß ja nicht, ob es deutlich schneller ist. Venezianische Schiffbaukunst, die sind halt schneller, ne? Das ist halt der Hauptaspekt, glaube ich. Braucht bald mal wieder Ruhm, ey. Ja, komm. Bauen wir das mal. Und guck mal, wie sich das hier tatsächlich schlagen wird. Brauchen wahrscheinlich noch eine Verbindung. Ziehen wir die hier durch, würde ich sagen. Das sieht eigentlich ganz schick aus. Dann müssen wir herstellen Papier. Oh, die Papierdinger müssen schon da drauf. Das muss ich drauf. Brauche ich drauf. Das hätte ich natürlich vorher checken sollen. Miau. Okay, miau ist es nicht wirklich. Wir haben da so ein Problem. Oh Gott, das ist ja wirklich sehr weit weg. Warte mal, ich habe da noch meine 5. Oder meine 4. Ist das Ding? Alter, dass die mal was besitzen. Und dann ist es natürlich am anderen Ende der Welt, ne? Aber da ziehen wir natürlich jetzt hier auch durch. Was habe ich jetzt schon wieder getan? Warte mal. Handel. Ich will das hier. Und zwar in scheinbar richtig rauen Mengen. Wahrscheinlich hätte ich nochmal Werkzeuge reinladen sollen. Aber das ist nicht so wild. Das ziehen wir noch durch, würde ich sagen. Und damit wäre nämlich die Bücherproduktion fürs Erste durch. Schiffsbau abgeschlossen. Klasse, der Schiffsbau ist abgeschlossen. Ihr müsst mir in dieser Angelegenheit zur Hand gehen. Ah, das habe ich doch gerade schon nicht hinbekommen. Hoffentlich kriegen wir das diesmal hin. Was? Zollware Lederbremse. So, das kriege ich als Ergebnis raus. Naja, gut, das ist ja ganz cool. So, wir bauen hier oben allerdings jetzt endlich mal unser Papierding. Das wollen wir, wie gesagt, noch fertig kriegen. Wir bauen einfach mal direkt 2. Because you can never be sure. If that's enough. Das ist mal wieder nicht in Range, ne? Reißen wir das mal ab. Wir müssen das Ganze eine Straße nach oben setzen. Aber daran soll es jetzt hier nicht scheitern. Zack. Zack. Haben wir das. Ah, wunderbar, Leute. Alter, es ist so warm, ne? So, dann ziehen wir hier noch den Draht. Das ziehen wir zu. Das ist jetzt in Range. Das ist in Range. Klasse. Und jetzt müssen wir hier noch Bücher... Okay, wir brauchen das. Und für Pottasche benötigen wir das. Und Quarz? Woher kriege ich Quarz? Ah! Ja, Leute. Ich glaube, das wird doch noch ein bisschen aufwendiger. Aber wir kriegen das hin. Aber ich glaube, wir brauchen eine Folge mehr dafür, als ich dachte. Das tut mir sehr leid. Das machen wir allerdings gleich, Leute. Wir machen erstmal eine Pause. Das war eine weitere Folge Anno. Mit der nächsten setzen wir uns dran.